Jensen, ich kann an der Zentrale nicht landen. Da tobt ein Aufstand. Der Boss sagt, ich soll sie bei ihrem Apartment absetzen. Ich könnte eine Dusche vertragen. Sie müssen sich beeilen. Er ist schon unterwegs zu Ihnen. Willkommen daheim, Mr. Jensen. Sie haben neue Nachrichten. Das ist offenbar nicht alles, was ich habe. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Boss? Da draußen ist der Teufel los, Adam. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Pikes erzählt allen, wir würden Supersoldaten züchten. Taggart ist jetzt im Convention Center und drängt die UNO zu einer Untersuchung. Ist es wahr? Natürlich nicht. Mal abgesehen von Typhoon, oder? Und einigen anderen Rüstungsaufträgen. Was? Oh, und nicht zu vergessen, dass Megans Team unmittelbar vor der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse entführt wurde. Wie erklären Sie sich das, Boss? Ich wollte den Menschen die Forschungsergebnisse zeigen. Megan stand kurz vor einer historischen Entdeckung, die dieses Unternehmen an die Spitze der Fortune 500 katapultiert hätte. Ihre Entführer wussten das. Sie wussten genau, wohin uns ihre Forschung bringen würde, und sie wollten keinem anderen so viel Macht zugestehen. Keinem anderen? Eliza hatte recht. Sie wissen mehr, als sie mir erzählt haben. Ich hatte eine Vermutung. Aber diese Leute, das sind Geister. Immer im Schatten. Immer versteckt hinter Lügen und Strohmännern. Wer sind die? Sie nennen sich so, wie es ihren Interessen am dienlichsten ist. Manchmal Freimaurer, manchmal Bilderberggruppe. Sie hatten ihre Finger an allen Unternehmen, Organisationen und Regierungsinitiativen, die unsere moderne Gesellschaft geformt haben. Reden Sie etwa von den Illuminaten? Das ist kein Witz. Sie sind organisiert und operieren weit über der Gesellschaft. Sie meinen das wirklich ernst? Und warum sollten die Illuminaten Megans Team entführen? Ich sagte doch bereits, Megan hatte einen Weg gefunden, Augmentierungen für uns alle sicherer zu machen, damit wir alle so werden können wie sie. Wie ich? Wie sie jetzt sind, mehr als ein Mensch. Wir müssen sie zurückholen, Adam. Sie sagten, Taggart spricht gerade im Convention Center. Der Kerl hat mir sogar eine Einladung geschickt. Sein Berater Sandoval steckt bis zum Hals mit drin. Ich weiß nicht, wo Sandoval ist, aber Taggart schon. Adam, Sie müssen vorsichtig vorgehen. Wir wissen nicht, ob Taggart darin verwickelt ist und können uns keinen weiteren Schlag ins Gesicht leisten. Sie haben mein volles Vertrauen. Wegen Ihnen bin ich arbeitslos. Langsam. Was ist passiert? Was passiert ist? Die haben rausgefunden, dass ich Sie in die Leichenhalle gelassen habe. Ich wurde gefeuert. Wayne, das tut mir leid. Das haben Sie nicht verdient. Verdammt richtig. Das war das zweite Mal, dass Sie mich beschissen haben. Ich weiß. Und ich möchte Sie für alles, was Sie durchgemacht haben, entschädigen. Seraph Industries hat in den letzten 6 Monaten viele gute Leute verloren. Wir könnten jemanden wie Sie gebrauchen. Ach, wirklich? Sagen Sie das nicht auch nur so? Gehen Sie ins Personalbüro. Sagen Sie, ich schicke Sie. Sicherheitsdienste zahlen besser als die Polizei und Sie versauern nicht hinter einem Schreibtisch. Gott, ich... Ja, okay. Ich brauche den Job, aber... Ich hoffe, Sie meinen es ernst. Natürlich. Sie können nichts dafür. Deshalb will ich Ihnen helfen. Ja, Ich sollte mich hinsetzen, wissen Sie... War eine lange Woche und dann... Oh, diese ganze Scheiße. Aber... Danke. Jensen, Seraph hat gesagt, ich soll die Sicherheitsloks im Convention Center für Sie hacken. Sandoval hat sich abgemeldet. Er ist nicht mehr dort.
Taggart weiß sicher, wo er hin ist. Glauben Sie wirklich, er wird Ihnen das während eines Aufstands vor allen Medien erzählen? Wenn ich ihn höflich darum bitte. Okay, falls das nicht funktioniert. Er hat eine Garderobe hinter der Bühne. Ein Mann wie Taggart hat seine Leute sicher ständig im Blick. Auf, bloß weil ich anderer Meinung bin, Miss. Ich rege mich nicht auf. Es frustriert mich nur, wie arrogant einige von euch U-Bahn ist. Ihren Ausweis? Okay, alles klar. Aber stehen Sie hier bitte nicht rum. Die Evolution der Menschheit ist eine Utopie. Aber genau das meine ich. In einer Welt... Wo ist Ihr Handlanger, Taggart? Vor 6 Monaten haben einige Söldner Seraph Industries attackiert, um unsere Forschung zu behindern. Heute weiß ich, dass der Angriff nur ein Vorwand war. Megan Reeds Team wurde entführt und Isa Sandoval, ihr persönlicher Berater, war involviert. Das ist lächerlich. Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie Mr. Jensens Eindringen. Ich versichere Ihnen, diese Anschuldigungen sind absolut haltlos. Ach ja? Hier, Sandoval. Warum rufen Sie mich hier an? Es gab eine Planänderung. Seraphs Team darf die Anhörung nicht erreichen. Aber das ist zu bald. Wenn ich die GPLs entfernen soll, brauche ich einen voll ausgestatteten OP. Gibt es hier einen? Das ist Ihr Mann, Taggart. Er spricht davon, GPL-Implantate zu entfernen, damit die Entführer von Seraphs Wissenschaftlern alles vertuschen können. Ich weiß, was das hier soll. Seraph Industries stand in den letzten Tagen 2-mal im Zentrum der Kritik. Zum einen nach den schockierenden Berichten aus Montreal, denen zufolge Biotech-Unternehmen an geheimen Experimenten mit Supersoldaten beteiligt sind, und zum anderen nach der heutigen Eskalation der friedlichen Proteste. David Seraph und seine Spießgesellen fürchten den Druck der Öffentlichkeit. Also schicken Sie diesen Mann, um meinen Ruf zu zerstören. Ich bin hier, Taggart. Sehen Sie mich an! Ich gebe zu, es würde mir gefallen, vor der Presse Ihren Ruf zu zerstören. Schließlich machen Sie mit meinen Kollegen seit Jahren dasselbe. Aber deshalb bin ich nicht hier. Seraphs Wissenschaftler leben und es wird Zeit, die Wahrheit zu enthüllen. Die Wahrheit, Mr. Jensen, ist, dass diese Aufnahme gar nichts beweist. Jeder x-beliebige Gegner der Humanitätsfront hätte sie anfertigen können. Allen voran Sie, mein Freund. Sie haben recht, für eine Verurteilung reicht sie nicht. Aber für einen Durchsuchungsbefehl. Mehr will ich nicht, Taggart. Warum sperren Sie sich dagegen? Das tue ich nicht. Ich schütze nur... Hören Sie, Mr. Jensen. Sie tun mir leid. Vielleicht ist es gerade gut, dass Sie mit der Aufnahme zu mir kommen, anstatt damit zur Polizei zu gehen. Sie wünschen sich so sehr, sie würde irgendetwas beweisen. Sie brauchen jemanden, den Sie für das emotionale Trauma verantwortlich machen können, das Sie erlitten haben, als Sie nach Ihrer Operation merkten, dass Sie kein Mensch mehr sind. Sie haben recht. Es war verdammt hart, nach der Operation ins Leben zurückzufinden. Als ich mich das erste Mal im Spiegel sah, habe ich ihn eingeschlagen. Aber ich habe es geschafft, weil ich weiß, dass ich den anderen Opfern des Angriffs helfen muss, um die Sache zu beenden. Tut mir leid. Ich wollte nicht so unsensibel sein. Wäre Ihnen Ihre Situation bewusst, würden Sie erkennen, dass Sie von Ihrem Verlust getrieben werden. Sie versuchen verzweifelt, die Kontrolle zurückzuerlangen, auf meine Kosten. Sie erklären mich zum Feind, obwohl ich es nicht bin. Natürlich will ich die Kontrolle zurück. Immer wenn ich etwas berühre, frage ich mich nur für eine Sekunde jedes Mal, ob mein Gefühl echt ist. Wenn man eine Organisation leitet, ist es ähnlich, schätze ich.
Wissen Sie immer, was die Mitarbeiter der Humanitätsfront, Ihre Leute, gerade machen? Natürlich nicht. Naja, und das ist auch nicht nötig. Ich habe die Humanitätsfront dem Andenken an meine Frau Marjorie gewidmet. Die starb, als sie versuchte, einem augmentierungssüchtigen Mann zu helfen, mit seiner Krankheit zu leben. Marjorie lehnte jegliche Gewalt ab. Warum sollte also irgendein Mitglied dieser Gruppe anders denken? Wir sind einfach nicht so. Ich wünschte, Sie würden das erkennen. Aber ich fürchte, gewaltfreie Lösungen übersteigen Ihren Horizont. Ich weiß, dass Ihre Frau ermordet wurde, Taggart. Und dass Sie deshalb die Humanitätsfront gegründet haben. Auch ich habe einen geliebten Menschen verloren. Aber ich kann sie zurückholen. Falls Sandoval in Megans Entführung verstrickt ist, hat er das Andenken ihrer Frau mit Füßen getreten. Um ihretwillen und für das Wohl meiner Leute muss ich wissen, wo er ist. Sie haben recht. Ich kann nicht zulassen, dass etwas in Verruf gerät, was ich in Marjories Namen aufgebaut habe. Ich werde Ihnen helfen, Alsace zu finden und beten, dass Sie sich irren. Meine Damen und Herren, ich muss Sie leider noch einmal um Verständnis bitten. Gedulden Sie sich noch etwas. Ich komme so schnell es geht zurück. Danke. Mr. Jensen, wir sehen uns hinter der Bühne. Einen Kommentar dazu ab. Die Welt soll wissen, dass Tai Yong Medical derartige Experimente nie geduldet hat. Mr. Jensen, danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben, die Angelegenheit etwas diskreter zu regeln. Sparen Sie sich das, Taggart. Wir haben schon genug Zeit verplempert. Also, wo ist Sandoval? Wenn er in die Stadt kommt, wohnt er in einem Apartment in der Grand River Road. Er sagte mir, er wäre ziemlich erschöpft. Er dürfte also vermutlich zu Hause sein. Verstehe. Er ist kein schlechter Mensch, Mr. Jensen. Wenn er getan hat, was Sie sagen, dann nur wegen seines Bruders, Ezekiel. Sie kennen ihn vermutlich als Zeke Sanders. Sanders? Der Kerl, der Seraphs Fertigungsanlage attackiert hat? Ich habe erst davon erfahren, als es vorbei war. Ich wollte Isaac überzeugen, nicht in seine Fußstapfen zu treten. Gut gemacht. Mr. Jensen, bitte, ISS hat so vielen Menschen in Not geholfen. Menschen mit Implantatreaktionen. Versprechen Sie mir, dass Sie fair zu ihm sind. Das kommt ganz auf ISS an. Ich verstehe. Aber bitte versuchen Sie es.